Rentenerhöhung 2024, höhere Witwen- oder Witwerrente durch höhere Freibeträge. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, am 19. März 2024, wurde ja bekanntlicherweise die neue Rentenerhöhung zum 1.7.24 bekannt gegeben. Wir haben ab dem 1.7.2024 einen neuen Rentenwert, und zwar pro persönlichen Entgeltpunkt gibt es dann 39,32 Euro. Ja, das war sozusagen erstmal die spannende Nachricht. 4,57% mehr Rente. Okay, wunderbar. Alle haben sich gefreut oder auch nicht. Aber jetzt gibt es natürlich noch eine andere wichtige Information für Sie in Sachen Rente. Und zwar alle diejenigen, die Witwenrenten oder Witwerrenten oder Erziehungsrenten ziehen, die werden sich auch dann zum 1.7. ja freuen oder umstellen müssen, denn es gibt neue, höhere Einkommensfreibeträge. Und da will ich Ihnen mal zeigen, was da los ist, meine Damen und Herren. Und zwar haben wir zum 1.7.2024 dann höhere Freibeträge, und wir unterscheiden grundsätzlich bei den Einkommensanrechnungsfreibeträgen, sage ich jetzt mal so, zwei Arten von Freibeträgen. Das ist der allgemeine Freibetrag für Witwen oder Witwer oder Erziehungsrentenbezieher. Und zwar ist das das 26,4-fache des aktuellen Rentenwertes. Und wenn Witwen oder Witwer eine Kindererziehung machen, also das heißt also ein waisenberechtigtes Kind haben, das 18 Jahre alt ist zum Beispiel, oder bis 18 Jahre alt ist oder sich in Ausbildung befindet, dann bekommt man auch noch hier einen entsprechenden zusätzlichen Freibetrag, und zwar das 5,6-fache des Rentenwertes. Und wie sieht das dann zum 1.7.2024 aus? Der allgemeine Freibetrag Witwen oder Witwer beim bereinigten Nettoentgelt beträgt bis zum 30.06.2024 992,64 €. Das ist im Übrigen seit letzten Jahr durch diese Angleichung Ost und West, also die ist ja eigentlich dieses Jahr, aber durch den auch höheren Freibetrag, durch den höheren Rentenwert oder durch die höhere Rentenanpassung im Osten hatten wir auf einmal zwei gleiche Rentenwerte Ost und West. Haben wir folgende Situation: Wir haben bundeseinheitlich geltend 992,64 € bis zum 30.06.2024. Das ist der Nettoanrechnungs- oder Freibetrag, hinzu Einkommensfreibetrag nach Paragraph 97 SGB VI. Und ab dem 1.7.24 sind es dann 1.038,05 €. Ja, also das ist sozusagen der allgemeine Freibetrag für Witwen oder Witwer oder Erziehungsrentenberechtigte. Und dann gibt es nochmal den Freibetrag, den Einkommensfreibetrag für die Kindererziehung. Und der war ja oder ist bis zum 30.06. liegt ja noch bei 210,56 €. Und ab dem 1.7. mit dem neuen Rentenwert 39,32 € sind es dann 220,19 €. Das heißt also, Witwen oder Witwer, die noch zusätzlich Kindererziehung machen, bekommen dann nochmal zusätzlich ab dem 1.7. 220,19 € obendrauf zu ihrem Freibetrag, zu ihrem Nettofreibetrag. Das heißt also, die haben dann ein deutlich höheres, anrechenbares, freies Nettoeinkommen, was dann eben hier vom bereinigten Nettoeinkommen, was bei der Einkommensanrechnung anzusetzen ist, dann zu berücksichtigen ist oder nur bis dahin eben einkommensanrechnungsfrei ist sozusagen. Ja, und dann nochmal folgende Information: Ab dem 1.7.2024 ist das nun glasklare Sache. Wir haben die von mir benannten Freibeträge gelten bundeseinheitlich für alle Witwen, Witwer und Erziehungsrentenbezieher, und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West. Ja? Das heißt also, wenn Sie aus Essen am 1.9.2024 nach Dresden ziehen, haben Sie den gleichen Freibetrag, wie als wenn Sie im Essen leben würden. Diese Situation hatten wir bis 2000, bis zum 30.06.2023. Da war es halt eben wirklich noch so, dass wenn jemand zum Beispiel aus Halle-Saale, da komme ich ja her, nach München gezogen ist, dann galt dann für ihn, wenn er Witwer war und Einkommen hatte, das anzurechnen war, dann der Einkommensfreibetrag West.
Hingegen er in Halle gelebt hätte, der Einkommensfreibetrag Ost gegolten hat, der war ja bedeutlich, also der war ja etwas geringer als der Freibetrag West. Aber dieser ganze Unterschied, den gibt es de facto seit 1.7.23 gar nicht mehr und jetzt rechtlich gesehen zum 1.7.24 auch nicht mehr, ist der komplett weggefallen. Also, meine Damen und Herren, es wird ein bisschen mehr Witwenrente übrig bleiben. Bei gleichbleibenden Einkommen höherer Freibetrag wird sich das auf jeden Fall in Ihrem Portemonnaie und bei einzelnen von Ihnen auf jeden Fall bemerkbar machen. Warten Sie bitte die Rentenbescheide ab. Ich kann nur hoffen, dass dann diese ganze Freibetragsberechnung dann auch im Rahmen der Rentenanpassung mit durchgeführt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.